This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, warum du schlechte Laune hast, wenn du fastest, wenn du nichts isst. So. Oh, ich kenne das bestimmt so. Ich habe schlechte Laune, ich habe heute noch nichts gegessen. Und in dem Video möchte ich nur kurz erklären, wieso das so ist. Und zwar, das ist so, wenn ihr nichts esst, dann geht der Körper in den Heilungsmodus. Genauso passiert es beim Fasten. Und das heißt, er steckt jetzt diese ganze Energie in die Heilung. Er steckt die ganze Energie da rein, alten Müll und so weiter loszuwerden. Und dann kommen diese ganzen alten Gifte wieder in den Blutkreislauf und ihr fühlt euch schlecht. Ihr könnt euch vielleicht nicht richtig konzentrieren, nicht klar denken. Kennt ihr bestimmt so, auf der Arbeit so, noch nichts gegessen, alles scheiße so. Ihr seid total sauer und wütend, auf jeden völlig ohne Grund. Und es liegt nur daran, dass der Körper in diesen Entgiftungsmodus geht. Dass der Körper Müll ausscheidet, wenn ihr nichts esst so. Man wird es auch über Jahre bzw. Monate schon, teilweise auch schon bei den ersten Fasten feststellen, so, dass man sehr wohl auch beim Fasten sehr klare Momente hat, sehr klare Tage und mehr leistungsfähig ist, als wenn man was isst, sogar phasenweise. Wenn der Körper gerade mal fertig ist mit einem Heilungsprozess oder den noch nicht gestartet hat, weil er noch nicht genug Energie dafür gesammelt hat, dann ist man in Phasen beim Fasten, wo man unglaublich viel Energie hat. Und dann wird man feststellen, so, dass man viel leistungsfähiger teilweise ist, wenn man nichts zu sich nimmt. Weil dann braucht der Körper auch wieder Energie für die Verdauung. Ja. Aber dieses Besserfühlen beim Fasten, das kommt auch, umso mehr man seinen Körper reinigt über die Jahre. Wenn man seine Ernährung umstellt, ihr könnt mal ein Video, ich stelle es in die Infobox mit rein. Zwei Arten von Krankheit und Heilung. Genau. Oder über den Rohkostreinigungsweg. Das könnt ihr mal anklicken und da erkläre ich das genauer, wie das mit der Entgiftung abläuft. Und wenn der Körper jetzt sauberer wird über die Jahre, wo man sich gesünder ernährt, wo man mehr pflanzlich isst, mehr naturbelassene Sachen, mehr Rohkost, unverarbeitetere Lebensmittel und immer weniger isst, dann wird man feststellen, dass der Körper sich immer mehr reinigt und das Fasten wird einem immer leichter fallen. So, dann ist man auch nicht mehr so schnell schlecht gelaunt, wenn man nichts isst, weil der Körper nicht mehr so viel zu entgiften hat, weil der Körper nicht mehr so viel auszuscheiden hat. Ja. Und das ist aber der einzige Grund, warum man sich nicht konzentrieren kann, warum es einem schlecht geht, wenn man vielleicht nichts isst, weil der Körper dann heilt. Und zum Heilen braucht man Ruhe. Zum Heilen braucht man Zeit, um das zu verarbeiten, was da hochkommt. Um das anzuschauen. Und deswegen ist man nicht mehr so, so gut fähig, sich so gut zu konzentrieren. Oder ist eben schlecht gelaunt, weil auch alte Emotionen hochkommen, die in den Zellen gespeichert sind. Genau. Auch von tierischen Produkten, je nachdem, wie die hergestellt wurden, gerade das konventionelle Fleisch, da steckt so viel Leid drin, so, das nimmt man mit in sich auf und dann hat man auch schlechte Emotionen im Körper, in den Zellen gespeichert. So. Und das geht alles raus, wenn man fastet, weil der Körper sich da reinigt und heilt. Also, Fazit so, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt, wenn ihr wütend werdet, weil ihr nichts gegessen habt, dann ist es einfach nur wegen der Entgiftung, wegen dem Heilungsprozess, den der Körper startet. Menschen, die jahrelang Fastenerfahrung haben und ihre Ernährung immer pflanzlicher, natürlicher, in die Rohkostrichtung umgestellt haben, die können viel länger ohne Essen sein und fühlen sich trotzdem fit und sind viel leistungsfähiger. Auch wie Naturvölker, die essen nicht so viel, die essen einmal am Tag oder so oft und ganz andere Portionen als wir, nicht so einen fetten Teller, die essen kleine Portionen und so. Und dann ist der Körper nicht so belastet, kann sich mehr reinigen. Genau. Ja, das wollte ich euch nur klar machen, so damit ihr wisst,
diese schlechte Laune und diese schlechten Gefühle, diese Wut, diese Emotionen, die da hochkommen beim Nichtsessen, das sind einfach nur im Körper gespeicherte Emotionen, das ist Müll, das sind Gifte, Detox, die müssen wieder raus, so. Ja. Geht immer weiter auf diesem Weg, ernährt euch immer natürlicher und ihr werdet merken, dass es euch immer leichter fällt, dass ihr immer weniger braucht und immer glücklicher werdet. Macht's gut, Leute. Ciao.